Natascha, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Natascha. Um was geht's? Ja, und zwar bei mir geht's darum, dass meine Eltern mir einfach alles verbieten. Mhm. Und zwar habe ich einen Freund, der ist etwas, der ist nicht etwas, sondern sehr viel älter als ich. Na, wie alt? 27. Mhm. Und der hat eine ganz süße 7-jährige Tochter. Mhm. Und ja, meine Eltern sind ziemlich streng katholisch. Ja. Und meine Mutter kommt aus Kolumbien. Ja. Und ja, und kommt auch halt aus dem kolumbianischen Adel. Also das heißt, meine Großeltern sind... Also rede ich fast hier mit einer Prinzessin jetzt, oder was? Ja, sowas ähnliches. Ehrlich? Hast du einen Titel? Hast du einen Titel? Ja. Wie heißt der Titel übersetzt? Ich bin so aufgeregt, mir fällt das jetzt gar nicht ein. Oh, ich sitze da ganz doll. Was? Ja, auf jeden Fall. Was war das denn gerade? Bist du so aufgeregt? Ja, also ja. Ich telefoniere zum ersten Mal. Und gut, glaub, dann lass wir das mit den Titeln mal weg. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist das, die verbieten mir alles. Sie behandeln mich wie ein rohes Ei. Mhm. Ich darf im Winter, darf ich nur bis um 8 draußen bleiben. Mhm. Sommer bis um 9. Ich habe noch 9 andere Geschwister. 9 andere noch? Ja. Wow, eine große Familie. Ja, und ja, meine Mutter und mein Vater sind total gegen meinen Freund. Mhm. Und haben Sie ihn denn schon mal kennengelernt? Ja. Mhm. Ja, und sie haben auch die Kleine kennengelernt und sie finden sich auch ganz süß. Mhm. Und ja, ich dachte halt, wenn ihr mich wirklich so lieb habt, wie ihr sagt, dann müsst ihr auch John und Haley so lieben. Und ich meine, ich verlange nun nicht von euch, dass ihr ihn jetzt hier groß aufnimmt und hier Party für was ich wie viele Personen macht, sondern dass ihr ihn einfach akzeptiert. Ich meine, ich liebe beide und ich will keinen von denen verlieren. Und ja. Natascha, wie lange bist du denn mit diesem deinem Freund, der 10 Jahre älter ist als du, schon zusammen? Mit dem bin ich etwas über 1,5 Jahre doch zusammen. So lange schon? Mhm. Ja. Und habt ihr das eine Weile verheimlicht, das Ganze? Ja, also wir haben es ein halbes Jahr verheimlicht. Mhm. Dann hat mich aber mein Bruder erwischt mit ihm. Mhm. Und ja, also mein Bruder ist eigentlich ständig auf der Lauer nach mir, weil der auf mich aufpassen soll, weil ich halt das Jüngste bin. Ja. Ach so, du bist die Jüngste von den vielen Kindern? Ja, ich bin die Jüngste. Ah, deshalb sind die Eltern wahrscheinlich auch so besonders aufmerksam. Naja, bei meiner Schwester sind sie auch so und die ist 25 und die sagt so langsam auch, also ich krieg da echt bald eine Macke. Also Gab es nur ein Zusammentreffen zwischen deinem Freund, seinem Kind und deinen Eltern oder öfters schon? Ja, also wir treffen uns öfters, die sehen uns öfters in der Stadt und so, aber weil mein Freund wirklich auch dann sagt, ich krieg da eine Krise bei dieser Familie, versuche ich das schon zu vermeiden und schicke die dann ein paar Kaufhäuser weiter. Ja, ich verstehe schon. Du bist ja ganz aufgeregt, Mensch. Ja, Natascha. Mein Herz. Bist du da alleine? Ja, mein Freund schläft, die Kleine schläft auch. Ach so, du bist jetzt bei deinem Freund. Ja. Ach so. Ist es denn jetzt so heftig, das Ganze, dass deine Eltern dir wirklich untersagen, dich mit ihm zu treffen? Oder machen sie einfach nur immer schlechte Stimmung gegen ihn? Also eigentlich beides. Also sie sagen auch halt, ja, du darfst ihn nicht mehr treffen. Und aber immerhin bist du jetzt, es ist ja nur tiefe Nacht bei ihm und bist nicht zu Hause. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, ja, meine Mutter weiß es nicht. Ich bin aus dem Fenster geklettert. Ehrlich? Wirklich? Ja, ich habe das Fenster genommen. Das ist ja wie im Film. Und, ja. Und kletterst morgen früh wieder vorher rein und gehst dann zum Kaffee, zum Frühstück oder wie? Nee, also ich habe gesagt, ich rufe dann halt morgen an und sage, ich bin ganz früh raus und bin zu einer Freundin und meinst du, die glaubt das? Die Schule. Die nimmt dir das ab? Ja, 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 das machen die. Ja, also südamerikanischer Adel, ne? Ja. Viele Kinder, sehr strenge Erziehung. Ja. Aber irgendwie bist du ja doch eine Kämpferin, habe ich so den Eindruck. Ne? Du lässt dir das nicht so nehmen. Du ziehst es immerhin seit 1,5 Jahren schon durch. Du fliehst nachts aus dem Fenster, und um bei deinem Freund zu sein. So sehr einschüchtern lässt du dich ja nicht. Nee, weil ich auch ihn und seine Tochter unglaublich liebe. Ja. Weil ich, wir kennen uns jetzt seit 5 Jahren. Aber wir sind erst seit 1,5 Jahren zusammen. Ach so, es ist eine lange Bekanntschaft schon. Ja. Mhm. Und, darf ich noch fragen, was er vom Beruf macht? Er macht zurzeit gar nichts vom Beruf. Er ist ganz für seine Tochter da. Ach so. Mhm. Und was hat er gelernt? Was hat er vorher gemacht?
Er hat Bauarbeiter gelernt. Aha. Mhm. Und damit sind meine Eltern halt auch nicht zufrieden. Die sind halt nicht zufrieden, womit, weil er nicht so viel Geld hat. Mhm. Ich habe gesagt, klar, wenn das Adlige sind, dann ist der Bauarbeiter wahrscheinlich nicht gut genug für die Eltern. Und ja, ich habe aber gesagt, das ist mir egal. Ich meine, und wenn es jetzt ein Straßenfeger wäre, ich liebe ihn. Und das ist eine sehr richtige Einstellung, Natascha. Eigentlich würde ich dich gerne, bekräftigen in deiner Haltung. Mhm. Ich finde das gut, was du machst. Und immerhin bist du bald eine ganz erwachsene junge Frau. Ja, es ist nicht mehr weit hin bis 18, dann kannst du eh machen, was du willst. Ja. Und die Eltern meinen es sicher nicht böse wahrscheinlich und die machen sich Sorgen. Aber die Eltern müssen halt auch kapieren, dass du ein eigenständiges Leben hast und dass du auch alt genug bist, das selbst zu entscheiden. Mhm. Und wenn du jetzt diesen Weg gehen willst und du wirklich davon überzeugt bist, dass du ihn sehr liebst und dass ihr eine gute Beziehung habt, finde ich auch, dass du weiter das so forcieren solltest und deinen Weg gehen solltest. Auch in Kauf nehmen solltest übrigens, wenn es vielleicht doch zu heftigerem Krach noch kommt mit den Eltern. Weil du hast gerade einen tollen Satz gesagt, den du wiederum zu deinen Eltern gesagt hast. Wenn ihr mich wirklich lieb habt, dann müsst ihr doch auch wollen, dass ich glücklich bin. Ne? So ja, ähnlich genau, hast du gerade gesagt. Das ist, finde ich, genau die richtige Haltung. Und es ist für sie ja noch viel schlimmer, wenn du in Feindschaft zu ihnen stehst. Also müsste ihnen doch auch etwas dran gelegen sein, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet. Ja, vor allen Dingen, wenn wir die Kleine zusammen zur Schule bringen, dann gucken ihre Mitschüler auch und sagen, ja, wer ist denn das? Und sagt sie, ja, das ist meine Mama. Und dann sagt sie, wie alt ist die? Und sagt sie, 17. Und sagt sie, oh, die ist nur 10 Jahre älter als du. Und weil ihre Mutter ist weg, die interessiert sie gar nicht. Ja. Sie ist jetzt vor ungefähr so ein Jahr wieder aufgetaucht und sagt, ja, ich will jetzt mal wieder Haley sehen. Mhm. Und da sah sie sie, da sagte sie, ja, ich bin deine Mama. Und dann hat Haley nur noch geschrien, du bist nicht meine Mama, du bist nicht meine Mama, ist weint ins Zimmer gerannt, hat die Tür zugeknallt und dann sagt sie, was ist denn mit ihr los? Dann sagte ich, du kannst hier nicht nach Jahren auftauchen und kannst sagen, ja, ich bin deine Mutter. Also es gab nie Probleme zwischen dir und dem Kind. Ihr habt euch immer gleich... Sie sagt auch zu mir Mama und von daher gucken die Mitschüler auch ein bisschen doof. Kann ich mir denken. Also Natascha, nochmal, ich finde, du sollst weiter so machen und lass dich nicht einschüchtern. Und ich bin guter Dinge, so aufgrund des Eindrucks, den ich jetzt von dir habe, dass ihr beiden das auch durchziehen werdet. Und so riesengroß ist der Altersunterschied ja nun auch nicht, mein Gott. 10 Jahre, nun gut. Also ich meine, da gibt es schon größere Altersunterschiede. Aber wie? Und das wächst sich auch aus, wenn du ein bisschen älter bist erst, dann ist irgendwann bist du 24 und erst 34 und so, ist auch egal. Also, macht ja nichts. Also, euch dreien alles Gute. Viel Glück und versuche natürlich vielleicht wirklich in Frieden immer und immer wieder deine Eltern zu überzeugen, denn das ist ja auch schön, wenn du einen guten Kontakt zu deinen Eltern hast. Ja, und ich wünsche dir noch viel Glück mit deiner Sendung. Danke, das ist ja nett von dir. Tschüss. Tschüss.